Ah, Hilfe! Angriff der Tempelritter! Ah. Und damit, ach du Scheiße, jetzt geht's rund hier. Oh, Boxkampf. Oh, fuck. Flucht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Infovideo. Ja, wow, das dringend notwendig ist, meiner Meinung nach. Denn es gibt ein paar Neuigkeiten, Leute. Nein, fuck. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich habe ein neues Headset. Ich hoffe, ihr kriegt es mit. Wenn nicht, habe ich ein falsches Headset gekauft. Und zwar das... Die laufen mir immer noch hinterher. Das Trust Quasar. Ich meiner Meinung nach finde, es ist ein relativ gutes Headset. Denn meine Soundqualität, finde ich, ist ein TS relativ gut. Ist ein Skype relativ gut. Und jetzt... nehme ich erstmals wieder Let's Play. Fuck, Frame Drop. Nehme ich erstmals auch Let's Plays auf und endlich habe ich Ohrmuscheln, die auch auf meine Ohren passen. Und ich bin schlichtweg für diesen Preis, für den ich das Headset gekauft habe, schlichtweg davon begeistert, dieses Headset zu haben. Es ist einmal was. Ich habe nämlich extra für euch, auf Wunsch von ein paar Leuten, die gesagt haben, ja, das Headset ist scheiße, kauft ein neues Headset, man hört ja gar nichts und voll lame und so und Bobby, verdammt, dann halt nicht, voll lame und so. Und ja, jetzt habe ich mir halt ein neues Headset gekauft. Ich hoffe, die Sprachqualität ist ganz okay, wenn nicht, ungünstig. Ich werde es jetzt aber bei dem Headset belassen, denn es gefällt mir. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Würde mich freuen, wenn ihr in diesem Infovideo unten in den Kommentaren hinterlassen könntet, was ihr von diesem Headset haltet. Ist es kacke? Ist es gut? Ist es kacke? Ist es gut? Ist es kacke? Ist es... Ich bin runtergefallen. Und wow! Ach ja, ich spiele ja nicht im Creative. Nun ja. Das war die positive Sache, die ich euch heute erzählen wollte. Es gibt natürlich auch, wie immer, so ziemlich bei mir, ein paar negative Sachen. Zum einen, lange nicht mehr aufgenommen. Warum? Es gab, glaube ich, ein Infovideo von Miep, der genauestens unsere momentane Lage beschrieben hat. Ich mache mir jetzt kurz ein Holzschwert, falls es wieder Nacht wird, was wahrscheinlich relativ bald sein wird. Egalo. Ja, Infovideo, Miep. Und da komme ich gleich zum springenden Punkt, deswegen gab es nicht so viele Videos. Und wenn es Videos gab, gab es sie in nur begrenzter, beziehungsweise miserabler, beziehungsweise, weiß nicht, nicht allzu guter Qualität. Entschuldigung, musste kurz räuspern. Und ja, was hatte das zur Folge? Miep hat beantragt, bei einer gewissen Dame seines Vertrauens, sie solle uns doch bitte, wenn es irgendwie möglich wäre, beobachten und daraufhin sagen, was sie von unseren Videos hält. Nun ja, da ich in letzter Zeit nicht unbedingt die besten Voraussetzungen zum Aufnehmen hatte, waren meine Videos nur von begrenzter Qualität. Und ihr wisst ja alle, ich hab's euch ja gesagt, ich hatte mit StarCraft ein paar Schwierigkeiten am Anfang mit Ton und alles, weil ich hatte ein neues Update gebraucht für die Soundkarte, weil irgendwie ein neuer Patch rauskam für StarCraft 1, was völlig merkwürdig ist, denn StarCraft 1 ist ja eigentlich schon 100.000 Jahre alt. 1998? Ja, ich glaube 1998. Egal. Und deswegen habe ich ordentlich böse, schlechte Kritik einstecken müssen. Ja, bitte flämt sie nicht allzu sehr. Sie macht selbst meiner Meinung nach auch nicht unbedingt die besten Videos. Aber wer ist schon unfehlbar? Was mich halt dann im Nachhinein genervt hat, war die Tatsache, dass wir in WhatsApp eine Gruppe haben, MangosLP. Und der erste Kommentar zu dem Video von unserem, sagen wir mal, Anführer, dem Miep, war: Hey, schau mal, die sagt, deine Videos sind scheiße.
Und ja, anstatt sich selbst bei der Nase zu fassen, ich meine, er hat selbst auch Kritik abgekriegt, kam erstmal, du bist scheiße. Denn das ist irgendwie in letzter Zeit immer seine Art gewesen und das kotzt mich an und das muss ich jetzt einfach mal einem kleinen Video rauslassen. Ausgelassen. Nun ja, ich finde es nicht ganz okay und da steht auch eine Werkbank. Wie ihr merkt, ist das meine alte Let's Play-Welt von meinem ersten Infovideo. Ich dachte mir, hey, da kann ich gleich weitermachen, ist doch bestimmt geil. Ah, fuck ab. Abgerutscht. Nun denn, ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Miep und Böse. Und deswegen bin ich auf Miep nicht allzu gut zu sprechen momentan. Es kotzt mich nämlich einfach tierisch an, wenn Leute, die keine Ahnung von irgendeinem Leben haben oder von einem Computer, dann behaupten, deine Videos sind schlecht, nur weil sie einen besseren PC haben, ein besseres Headset haben und nicht ein Auto zu finanzieren haben oder eine Freundin haben, die sie auch ab und zu mal irgendwie wegfahren, mit ihr wegfahren wollen. Zum Beispiel heute bin ich nämlich mit ihr in die Berge gefallen. Gefallen. Ich bin gefallen, ganz, ganz tief mit meinem Niveau, gerade eben. Ich bin mit ihr in die Berge gefahren. Ja, war ganz klasse. Danke der Nachfrage. Ich bin nicht gefallen, zum Glück, sonst würde ich jetzt heute keine Videos aufnehmen. Aber solche Sachen interessiert ja der Miep nicht, denn der Miep, der interessiert sich nur dafür, ob ich meine Videos bis Donnerstag habe, damit er einen kleinen Puffer für seine, meiner Meinung nach, sechs scheiß langweiligen Terraria-Videos hat. Sie haben sich aber durch das Multi-LP mittlerweile schon wesentlich verbessert. Am Anfang waren sie nämlich einfach nur nichts gegen Tobi und Götz, aber ich persönlich habe sie nicht angeschaut. Und ich zwinge auch keinen dazu, meine Videos anzuschauen. Aber wenn sie Kritik an mir ausüben, also eigentlich hat es der Tobi ja nicht gemacht, sondern nur der Miep, müssen sie sich auch damit abfinden, dass sie Kritik von mir bekommen, falls mir was nicht passt. Und das haben sie in diesem Video, denn irgendwann platzt mir der Kragen. Es reicht einfach. Und ich denke, es ist an der Zeit gewesen, das mal zu sagen und lauthals zu verkünden. Fahren wir mal ein bisschen Leder. Ich brauche es eigentlich eh nur für Infovideo, aber ein bisschen Schutz schadet nie. Hey, blöde. Fick dich. Ich erschlage dich. Mit dem Holze. Und jetzt komm her. Jetzt komm her. Treffer. Nun ja, das war's eigentlich alles, was ich ungefähr sagen wollte. Bisschen Frust ablassen. Tut mir leid, dass ich so machen musste. Aber ich sage gerade, nicht viel andere Möglichkeit, den Miep jetzt ein bisschen zu zeigen, dass er für mich weggeschmissen gehört. Mit solchen Aussagen. Wir sind immer noch befreundet, keine Sorge. Allerdings sollte er dringend was an seiner Art Kritik auszuüben unterlassen. Das war es eigentlich von meiner Seite. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr auch noch einen Senf dazu abzugeben habt, zum Thema Mann, in Wirklichkeit Maxi, chill dich, also Maverick, ja, jetzt wisst ihr meinen ganzen richtigen Namen, oh mein Gott, ich sollte mich umbringen, ich muss ins Zeugenschutzprogramm, nein, ich will nicht, nicht tief genug, nicht tief genug, ich gehe zu meinem Niveau, und nun ja. Nichtsdestotrotz, lasst einen Kommentar drunter, falls es euch gefallen hat, im Sinne von ihr gebt mir recht. Und falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne auch einen Daumen runter geben. Ich bin immer offen für Kritik und derartige Sachen, insofern sie annehmbar sind. Wenn jetzt wieder was kommt wie du Aslak oder sowas, hatte ich doch auch schon des Öfteren und jetzt solche Kritiken wie deine Videos sind scheiße, wie von Götz. Also, Miep, also, verdammt, heute habe ich es nicht so mit dem. Ach, fick dich.
Nun ja, da bin ich nicht unbedingt so fähnlich davon. Also dann, ihr wisst ja, was zu tun ist. Kommentare schreiben, bla 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 bla, euren Senf dazu abgegeben, bla bla. Ende.